Hallo und willkommen zurück bei Shadows Peak. So, jetzt muss ich allerdings erstmal gucken, wo wir das letzte Mal waren. Oder wo ich das letzte Mal war. Ist die Steuerung komisch. Hä? Wo bin ich denn hier? Ach ja, und ich habe mal ein bisschen dunkler gemacht. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das so eine gute Idee war oder nicht. Das werde ich dann noch sehen. So. Ach ja, ich erinnere mich. Hier ist ja das letzte Mal der Unfall passiert hier. Ey. So. Na? Noch alles frisch? So, die zeigt mir immer noch den Zeigefinger? Oder ist das... Nee, das ist der Stinkefinger. Die Sau zeigt mir den Stinkefinger. Du bist schuld, du Arschloch. Ja. Ich habe gar nichts gemacht. Kann ich doch nichts dafür, wenn die sich vor mir erschreckt. Ich bin halt nochmal ein bisschen hässlich. Kann ich auch nichts machen. So ist es halt. Also ich glaube, das war keine gute Idee, es dunkler zu machen, weil irgendwie sehe ich jetzt ziemlich wenig. Ja, geht's auch ein bisschen deutlicher. Hallo, ich verstehe dich nicht. Nochmal, wie das Ganze. Wenn es geht, ohne Nuscheln. Hallo? Nein? Dann halt nicht. Ich habe ja ein Messer. Genau, ich habe ein Messer. Cool. War gar nicht so schlimm, oder? Noch ein paar mehr. Ein paar mehr was? Ein paar mehr war's. Ein paar mehr Folgen. Ja klar. Bin dabei. Okay, gut. Ich habe keinen Schimmer, wo ich hin muss, gell? Hä? Hä? Hey. Nicht so stürmisch hier. Was haben wir denn hier? Hey, hör mal auf zu flüstern. Wer flüstert, lügt. So, hier war ja... Hier ist ja... Hier haben wir sie ja gefunden, genau. Wo? Alter! Ich dachte gerade, was geht denn jetzt ab? Dabei war das nur die Mucke. So. Ja. Ich glaube, hier fühle ich mich ganz wohl. Ich glaube, ich bleibe hier einfach hier sitzen. Aber ich fürchte, das wird nicht funktionieren, ne? Achso, ich sollte mal aufpassen. Hier laufen immer noch diese komischen schwarzen Gestalten rum. Die mir ans Leder wollen. Ah! Wer noch vom Teufel spricht! Geh weg mit dir, du! Lass mich in Ruhe! Wo ist er? Oh mein Gott, ich muss erstmal den Bass aus den Kopfhörern rausdrehen. Das ist ja abartig laut. So. Schon besser. So, der Bursche steht jetzt noch da hinten rum. Der steht mir jetzt natürlich voll im Weg. Du alte Gesichtswurst. Toll, ich wollte mir doch hier umgucken. Lass mich doch mal in Ruhe, Mann, ey. Was geht mit dir, ey? Ja, bleib mal schön da, wo du bist. Genau. Schön. Okay, dann gehen wir halt da lang. Mein Gott. Ach ja, ich liebe Horrorspiele. Wo geht's hier lang? Toll, eigentlich hätte ich mal da hinten lang gesollt, wo das Auto ist. Pass auf, jetzt schreit doch gleich wieder einer. Oh, in der Kirche. Das ist der beste Ort, um sich zu verstecken. In der Kirche ist immer alles gut. Jesus schützt dich. Und mich. Ja, Banane. 100 Pro. In der Kirche geht's voll ab. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Hey. Ah! Was geht bei dir, Junge? Alter. Schwede. Hey. Was ist passiert? Oh nein, ich habe ihn umgebracht. Die Schatten verschwinden, wenn du es verbracht hast. Hab ich jetzt ein neues Handy oder was? Achso. Dieses Handy. Alter Schwede. Oh mein Gott, ich habe einen umgebracht. Nur noch eine mehr. Was? Nur noch eine? Danach bin ich erlöst? Wirklich? Echt? Darf ich dann wieder nach Hause? So. Röhrst du jetzt nochmal los? Nee, alles cool. Ja, genau. Als ob ich... ich bin doch nicht blöd. Ich gehe doch da nicht rein. Was ist denn das? Da hat sich gerade einer ausgezogen. Ey, ganz achter. Wo ist mein Messer? Ah, genau. Einmal nach oben. Muss ich mir merken. Sehr Gestrüpp. Darf ich mal da hoch? Von hier oben hat man sicher... Hey, hey! Nicht schon wieder. Immer dieses Geflüstere. Ich hoffe mal, dass das Video ist nachher nicht zu dunkel, sonst muss ich es wieder heller machen. Ja, ich werde ja dann sehen. Zur Not schreibt einfach in die Kommentare, hey du alte Pappnase, mach mal das Video heller, ist viel zu dunkel. Oh, ey, soll ich da... Oh, ich will da gar nicht rein, vor allem die... Oh, haha, speichern. Ich will hier doch rein. Oh. Ich will hier doch nicht rein. Hallo? Alter, was geht mit dir? War das mit dem? Oh, ich weiß gar nicht wissen, was er hier unten gemacht hat. Nee, ja, ich speichere jetzt erstmal. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Also, ich schätze mal, ich soll nicht in das Wasser rein. So, darf ich mal... Oh! Ja, ich darf nicht ins Wasser. Ah, hey, hey. Ich hab's doch gar nicht berührt. Das war nur die Zeh... Au. Das Wasser ist giftig. Das war doch nur die Zehspitze. Die Schuhsohle. Entschuldigung. Ich hab das Schuh... Ich hab keine Füße! Okay. Warum zum Teufel hat er das getan? Ja, das würde ich auch immer gerne wissen. Ja, schön. Sagst du nicht jedes Mal dasselbe, oder was? Oh Mann, oh Meter, ey. Ist ja abartig. Ein Berg von Leichen. So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Also dieses giftige Wasser. Habe ich jetzt gespeichert oder nicht? Ich glaube, ich hoffe es. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, weil nochmal springe ich jetzt nicht darüber. So, wann wird's denn hier mal hell? Frage ich mich gerade. Ich habe Screenshots gesehen, bei denen helllichter Tag ist. Hätte ich jetzt auch gerne. Ist mir ein bisschen zu dunkel hier. Was war denn das? Ist irgendeiner gegen den Baum gerannt. Tja, der ist tot. Kann man nichts machen. Ich dachte, er zuckt vielleicht mal kurz, aber das war aber nichts. Ah ne, da unten steht er da. Junge, lauf! Weißt du, Kuckuck, wo der jetzt wieder herkommt? Oh. So, die Kirche von Shadows Peak. Ja, hier fühle ich mich wohl. Oder auch nicht. Wetten, da drin steht so ein Scheißvieh. Mache ich jede Wette, ey. Ja, dann mal rein in die gute Stube. Die Kirche erinnert mich ein bisschen an die Kirchen aus Fallout 4. Oh! Was geht mit euch ab? Lasst mich mal... Oh, nee, wieso? Alter, ihr seid gemein. Oh, ne? Es wird immer lauter. Oh mein Gott. Oh, ich will doch einfach nur nach Hause. Was? Oh Gott, was soll ich tun? Soll ich das Buch anlesen? Ja, genau. Das Buch lesen, Exorzismus, mir die Ohren ausstechen, weil es viel zu laut ist. Interessant, die schweben hier nur so vom Fenster rum und machen einen auf Heubu. Hä? Ja, guck mal. Ich leuchte dich an. Okay. Na gut, na gut, na gut. Was ist das? Nix. Hier geht's nicht raus. Okay. Dann halt doch das Buch. Ah! Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit, bla bla, Amen. Was? Errungenschaft freigeschalten, Teufelsmesse. Ja, Junge, merkt ihr mal den Spruch, damit vertreibt man die ganz schön schnell. Ah, noch ein Speicherdings. Hier wird nicht gezischt. Wo ist sie denn? Ich will es gar nicht wissen. Ich speichere einfach nur schnell und alles ist gut. Warte mal, wie war das? Wie ging das? Hey. Siehst du mich? Du siehst mich hier gar nicht. Ach nö, ich will den jetzt nicht schon wieder aufschrecken. Es tut immer so weh, wenn die einen knutschen. Warte. Ich hab den Spruch vergessen. Und erlöse uns von dem Bösen und dein ist die Herrlichkeit und Macht in Ewigkeit. Gesundheit. So, irgendwie sowas. Okay, ich gehe dem mal... Stay out. Ja, das hätte ich mal vorher lesen sollen. Scheiße. Okay, ich gehe woanders hin. Hier gefällt's mir nicht. Hier unten pfeift der Wind ganz schön. Alter, was ist das denn? Voll die Dinosaurier-Gerippe. Oh, Schiff. Cool. Was ist das? Oh nein, sie haben Baumbart getötet. Oh, alter Schwede, ist das laut hier. Ah! Jedes Mal dasselbe mit euch. Was ist das? Jetzt hau doch mal ab. Ich piekse dich. Na toll. Jetzt regnet es auch noch. Jetzt kriege ich noch nasse Füße. Wenn jetzt hier irgendwo hinter einem Felsen so ein scheiß Vieh... Ihr leckt mich fett. Ist das ein Riesenskelett? Bisschen eckig und kantig, aber ansonsten... Wo ist der Kopf? Was zur Hölle ist das? Hm. Oh, oh. Was ist das? Oh. Ah! Oh, alter Schwede. Alter Schwede, der Penner zuckt noch. Oh, Junge! Oh, ey, ich bin... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ey, mir ging gerade die Sause, aber vom Feinsten. Ohne Witz. Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass sich der blöde Wal hier noch bewegt. Um Himmels Willen. Ne, warte mal, ich guck mal, irgendwas ist da hinten. Irgendwo war hier doch noch was. Ja, ja, ich weiß, was da war. Hier, da ist so eine schwarze Gestalt. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Oh, Alter, der ist doch noch ganz schön flink. Geh weg. Ich kann mich nicht verstecken. Der erwischt mich doch jetzt 100 Pro. Hau bloß ab. Hau bloß ab. Der verfolgt mich ja immer noch. Scheiße. Oh nein, ich werde nicht los. Ah! Alter. Kommt der mir immer noch hinterher? Ja, kommt er. Scheiße, weg hier. Jetzt aber. Ums Eck rum und ciao. Da ist ja noch ein Wal. Oh, meine Fresse. Ich sollte, glaube ich, aufhören zu spielen. Ich erschrecke mich ja vor jedem Scheiß. Nein! Oh Mann, was ist denn das? Ich würde gerne mal verschnaufen jetzt hier. Oh Gott, um Himmels Willen. Diese Drecksviecher stehen auch überall. Oh. Was ist das denn? Da pulsiert irgendwas. Vielleicht sollte ich mal gucken, wie ich da hochkomme. So, was haben wir hier? Oh! Oh! Das war noch ein kurzer Regenschauer. Sehr schön. Ja, das Radio macht ja auch noch komische Geräusche. Ja, hi! Servus! Hier. Alter! Oh Mann! Die Taschenlampe könnte ruhig ein bisschen stärker sein. So, nee, da will ich auch nicht hin. Da röchelt irgendwas im Turm drin. Das gefällt mir gar nicht. Ich setze mich jetzt einfach hier zwischen irgendwelche Felsen und warte, bis das Spiel vorbei ist. Ja, hier ist auch eine gute Stelle. So. Taschenlampe aus, damit mich keiner sieht. Ist ein Messer in die Hand. Damit ich jeden pieken kann, der mir hier dumm kommt. So, was steht auf meinem Handy? Nur noch eine. Ja, wo soll ich die eine Seele herkriegen? Oh. Oh. Ich gehe da jetzt einfach nicht rein. Das sieht verdächtig nach einem Krater aus. Was heißt verdächtig? Es sieht aus. Es ist ein Krater. Was rede ich hier überhaupt? Hört mir gar nicht zu. Ach, da. Ja, genau. Da war ja die Brücke. Ist nur die Frage, wie komme ich zu der Brücke? Ohne von diesen komischen Gestalten ständig überrascht zu werden. Aber was dröhnt denn hier schon so wieder? Jetzt hänge ich im Busch fest. Na, klasse. Ach nö. Ast rein in die Sackgasse manövriert. So. Jetzt ein bisschen mit Eleganz. Eleganz. Jawohl, geht doch. Ich glaube, ich gehe wieder an den Pier, oder an den Steg zurück ans Wasser, wo wir angefangen haben. Ich glaube, da ist relativ friedlich. Da warte ich dann einfach. So, diese abartigen, lauten Geräusche hier können auch ziemlich zusetzen. Toll, jetzt ist es verdächtig still. Ist ja noch schlimmer. Ich geb euch. Kann man diese komischen Viecher nicht irgendwie bekämpfen, da? Diese Heubu-Gespenster da? Hä? Ist ja die falsche Brücke. Jetzt bin ich ja wieder hier beim Haus. Da steht doch bestimmt auch noch da eine Sack rum, oder? Oder ist der weg mittlerweile? Ist der weg? Ah! Damit hat sich die Frage auch beantwortet. Oh, könntest du mich jetzt mal in Ruhe lassen? Wenn er mich jetzt trifft, bin ich tot, oder? Und tschüss. Hopp, hopp. Ich glaube, ich bin ihm entwischt. Ja, hier haben wir angefangen. Klasse. Was ist das? Ach, ein toter Vogel. Okay, ich speichere hier nochmal zwischen. Spiel gespeichert. Sehr schön. Okay. Ja, ich bin gerade etwas überfragt. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Ohne, dass ich ständig von irgendwelchen Geistern gefressen werde. Ist ja da hinten. Da hinten war ich auch schon, ja. Eine Karte haben wir nicht. Nee, stimmt. Wir haben keine Karte. Wir haben doch keine Karte. Aber hier liegen irgendwo immer wieder Karten rum. Wenn ich mich recht entsinne. So. So, da hinten haben wir angefangen. So, jetzt bin ich wahnsinnig glorreich einmal im Kreis gelaufen. Juhu. Und das innerhalb von 20 Minuten. So, warte mal. Hier liegt eine Karte, genau. Aber hier läuft doch normalerweise auch so ein Spukgespenst rum. Na, ich werde es ja gleich hören. So. Da sind die zwei Häuser und hier sind wir. Was ist denn das? Komm, kletter mal auf die Karte. Das ist ja furchtbar. So, was das hier ist, habe ich keinen Schimmer. Wo waren wir denn jetzt gerade? Ich glaube, das ist das Haus, wo wir am Anfang waren. Da ist der Leuchtturm. Was? Echt? Ich war schon... Ah ja, bei der Kirche, da ist... Genau. Und die Map ist ja gar nicht so groß. Hm, ich dachte, es wäre größer. Na gut, aber dann würde ich jetzt mal sagen, wir gucken in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich stelle mich jetzt... Gespeichert habe ich ja, Gott sei Dank. Ja. Ich bleibe jetzt einfach mal todesmutig mit meinem Buttermesser hier stehen und, würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut und haut rein. Ciao.